Stahl, Alu, Zink. Zink kommt aus der Zinkhöhle, da bauen die wahrscheinlich ein Zinkbergwerk. Genau, das wäre in Ordnung, das würde gehen. Stahl kommt aus Lichtbogenofen. Schrottplatz. Aber Zink würde auch Schrottplatz, ne? Okay. Ein Keil. Das würde das alles ein bisschen übersichtlicher machen. Zinkbergwerk. Und das andere Stahl. Das haben wir nur. Achso, nee, Quatsch, Aluminiumhütte. Braucht auch ein Keil. Das alles, ne? Die brauchen beides hier. Altmetall. Bauxitsäure. Na gut, das war vielleicht ein bisschen zu heftig dann. Zinkhütte. Wir fangen erstmal mit dem Zink an. Das ist am einfachsten. Zinkbergwerk geht. Und Recyclingfabrik. Oh, neue Seite hier aufmachen. Zinkhütte. Zinkhütte. Diese braucht Recyclingfabrik oder Schrottplatz. Recycling. Schrottplatz. Oder Kai. Kai Pflaume. Da kriegt der Altmetall her. Altmetall. Mit einem, mit zwei L. Und Zinkbergwerk fürs Zink. Zink. So. Habe ich mir das aufgeschrieben. Okay, suchen wir mal, wo es da eine schöne Position dafür gibt. Also eine Zinkhütte. Zinkhütte, Zinkbergwerk, Recycling und ein Schrottplatz. Ist das das hier? Recyclingfabrik dann? Schrottplatz. Kai. Das muss ich mir nochmal angucken, da mit dem. Fahrzeugfabrik. Metallwaren. Zink. Und dann war das. Ah, nee, doch, Recyclingfabrik. Okay, Recyclingfabrik. Zack. So, wir suchen also erstmal eine Zinkhütte. Das sind die grauen. Eigentlich müsste man die ja hinten nehmen, damit man da wieder ein bisschen Güterverkehr generiert. Aber hier ist wieder alles so ein bisschen. Nehme ich die hier oben. Hier unten wäre auch noch eine. Hier hinten wäre eine. Na gut, die hinten, die wäre eigentlich gut. Dann könnte man die Güter. Strecke hier rausbauen. Hier ist auch noch ein Kai. Da ist ein Kai. Recyclingfabriken haben wir noch zwei. Da ist ein Zinkbergwerk. Schrottplätzen ja bei den Städten. Oh, wir nehmen ja noch den jetzt hier gleich. Guck mal, wie cool das aussieht. Da brennt es schon richtig. Ja, vor allem diese kleinen Details hier, diese. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Aufnahme. Später diese Leuchten hier auf diesen Gabelstapler. Auf jeden Fall hier so dieses generelle Transport-Tycoon Designschema, nenne ich es mal, und die Farbpalette immer ganz gut getroffen. Hier ist nämlich ein Fluss und da könnte man dann mit dem Kai, einfach mit dem Schiff hier so hinfahren. Zinkersten Altmetall, okay. Machen wir mal viergleisig. Zack. Wettingen Hütte.
das Kettle dann irgendwann irgendwo an. Die Frage ist halt bloß wo, wenn ich geradeaus draus bin, dann komme ich direkt hier ran, wo sowieso schon so viel Chaos ist an der Stelle. Aber wir bauen uns erstmal dorthin, würde ich sagen. Ich würde es mit der Brücke gerne mal anders machen. Jetzt war hier so ein kleiner Damm einfach aufgeschüttet. Und dann, was haben wir denn? Die hier? Die ist in Ordnung. 185, schneller fahren die Züge sowieso nicht. Achso, hier hätte man auch gleich hier geradeaus. Naja. Fahren seid ihr wieder hoch dann. Ich wollte halt für diesen breiten Fluss hier so ein bisschen so eine optisch eine schöne Brücke machen. Ich baue es einfach jetzt erstmal so weit geradeaus, wie es hier möglich ist. Könnte man sich hier einen Tunnel, wo kommt man denn da raus? Dort hinten? Ach ja, komm. Warum nicht? Tunnel gibt es eh, also längere Tunnel gibt es eh zu wenig hier. Auf der Karte aktuell. So, diese Felsformation hier steht unter Naturschutz. Dann müsste jemand eine Brücke drüber bauen. So, damit die weiterleben kann. Ach, ich muss einfach mal da geradeaus erstmal und gucken, wo wir dann am Ende rauskommen. Tunnel, lohnt sich das hier? Oh, dort hinten. Nee, das geht nicht. Hier fehlt noch ein Stück Gleis. Ja, ich habe es selber bemerkt. Wieder so ein blödes Ding im Weg. Achso, hier kommt jetzt die Strecke. Oh, Glück gehabt. Da können wir es ja einfach untertunneln. Ah gut, da komme ich ein Stück weiter oben raus. Ach so, warte mal, das war natürlich blöd. Zink. Ich muss doch mir erstmal überhaupt irgendeine so eine... was war das jetzt, was ich hier brauchte? So eine Metallbude suchen, wo ich das hinbringen kann. Ja, jetzt habe ich ja ein bisschen... Na gut. Landmaschinenhandel, Fahrzeuge, Fahrzeugfabrik... hier. So war man da was. Guck mal, hier wäre eigentlich gleich eine gewesen. Warum bringe ich das nicht eigentlich dort rum einfach? Oder hier oben. Oder dort. Das sind eigentlich auch schon wieder so lange Strecken, die ich ja eigentlich ein bisschen vermeiden wollte eigentlich. Wenn die dann dort ewig und drei Tage...
rumfahren. Na gut, der hier unten, der war eigentlich nicht schlecht, aber müsste man alles andere auch dorthin bringen. Na gut, wir haben jetzt hier die Strecke eh vorgebaut, dorthinter, dann nehmen wir die einfach dort gleich. Das war das gerade für ein komisches Geräusch gewesen, das klingt ein bisschen weird. So, hier baue ich auch mal die Ankettelung in alle Richtungen an. Ja, das müsste doch die Fahrzeugfabrik dann sein. Na gut, Depots machen wir dann. Bauen wir erstmal hier das Ding hier fertig. So, und jetzt. Brücke drüber. Das ist immer irgendwie wie so ein Autobahnkreuz oder Autobahndreieck, komischerweise. Das hat sich irgendwie bei mir so eingebürgert. Wobei es jetzt natürlich die Frage ist, wie man das jetzt hier der Richtung macht. Ich würde eigentlich hier was anderes probieren. Das nochmal abreißen. Hier erstmal schnell für die Baumaßnahmen eine Umleitungsstrecke bauen.